Hallo und willkommen zum 25. Part Let's Play der Legendary Tears of the Kingdom. Oder Part 23, 24, genau 25. Wir haben jetzt schon diesen Cork gemacht und gehen weiter zum nächsten Cork. So wie es aussieht, haben wir den Cork schon gemacht, oder? Ich habe den Krog schon gemacht. War das der Krog, der markiert wurde? Jetzt regnet es wieder. Ich kann ja nicht raufklettern, weil natürlich der Regen wieder alles verdirbt. Da gehe ich den Weg entlang. Weiß, da ist ja noch ein Krog genau auf dem Weg. Warum ist denn der jetzt gebrannt? Das ist auch noch eine Fackel. Ach, das ist die Fackel, die brennt. Nee, warum brennt der? Hat da irgendwas Brücken gehabt? Auch nicht, ich kann mich auch getäuscht haben. Wo ist denn der andere? Ach, keine Ahnung, wo der hin ist. Ist mir auch ziemlich wurscht. Wo der hin ist. Hauptsache, ich hab sie weg. So, hier soll der Krog ungefähr sein. Schätz mal auf den Baum, oder? Das bietet sich doch so an. Oh ne. So. Krog Nummer 20. Ach stimmt, das ist der, der das Schild hält. Ja, ich weiß, der Typ ist eben... Er ist eben da. Pff. Und es ist eben so ein Typ, der für... Weiß nicht, wer der Typ ist, mir fällt gerade nicht Namen ein. Da ist auch ein Schrein, aber ob ich den mache, ist die andere Sache, weil... Machen wir für den Krog. Er sein soll. Oh, schmiss mit dem Baum. Okay, die können nichts, diese Bäume. Die können einfach gar nichts. Diese Bäume eben. Die können einfach nichts. Diese Bäume. Die haben null Chance gegen mich. Okay, was ist das für ein Krog? Oder ist der Krog unten drunter und nicht auf, oben drauf, ist die Frage hier eben jetzt. Scheinbar so, als wäre der Krog unten drunter und nicht oben. Oder? Und auch ist ein Krog, den ich nicht finden kann, weil ich blind bin. Nein. Obwohl, da ist ein Baum, vielleicht ist der gemeint. Ach, Mann, Link. Ja, das ist doch nichts, oder? Nee.
Obwohl. Es ist doch was. Das ist so. Da ist irgendwas Rockartiges. Also, was ist das für ein Ding hier? Sprung. Keine Ahnung, ob es was bringt, aber irgendwie muss dieser Baum mir wichtig sein. Ach, tatsächlich, es ist ein Krog. Okay, eine neue Art von Krog-Rätsel. Krog Nummer 21. Ja, ich weiß, da ist ein Schrein, aber eigentlich habe ich keinen Bock darauf jetzt den Schrein. Aber ich könnte den Schrein schon mal aktivieren. Dann kann ich jetzt immer hin teleportieren, wenn ich will. Zu irgendwo eine Höhle. Ach, es gibt hier eine Höhle. Bei diesen Affen-Boblins. Also Horror-Boblins, aber eben. Ich nenne sie Affen-Boblins, weil sie eben aussehen wie Affen. Der Kopf baut, glaube ich, rauf, der kann nicht rauf, der anders den Berg rauf, weil der viel zu hoch ist, der Berg. Oh, kommt hier, Luschen. Da jetzt, gibt's keine Höhle oder was? Ich muss doch irgendwie raufkommen. Und ich komme da nochmal aus, da eigentlich da nicht rauf, oder? Also gibt es keine Höhle. Wir müssen irgendwie anders rauf. Oder? Nee, da gibt es keine Höhle. Ja, aber jetzt reicht die Ausdauer dafür? Die reicht eigentlich aus, um den Schrein vom aktivieren Ebene bei uns hinterpretieren können. Den Schrein machen wir aber noch nicht, weil ich eben jetzt die Krogs machen will heute. Ist in diesem Parts eben. Bei der Schrein wird sehr lang für sehr viel Zeit beanspruchen, deswegen nein. Obwohl der Schrein scheint bewacht zu werden oder irgendwas anderes eben. Isodogin-Schrein. Es ist da oben. Warum sind da Stacheln? Da hätten wir irgendwas. Ach so, irgendwas wird hier bewacht, wie es aussieht. Das hier müssen wir zu diesem Berg hin, okay. Jetzt Kock ist auf diesem Berg oben drauf. Ah, Porsche Kock. Warte auf, Kock, besser gesagt. Aber ich in Porsche Kock eben wegen Domtendo. Kock Nummer 22. Jetzt geht's voran. Ja, gut. Jetzt kommen eben noch zwei Kocks hier. Warum muss ich auch heute aufs Klo? Das ist blöd. Ich möchte eigentlich etwas spielen und nicht aufs Klo gehen. Ja, der Part ist jetzt eh schon. Bis gleich. So bin ich wieder auf zum Klo. Zum Klo eben, genau. Jetzt würde ich sagen, wir fliegen darüber. Also wir fliegen darüber, um die Koks zu holen. Ach, das ist eh ein Wald, okay. Also, wo ist der Krog? Zwischen haben wir auch genügend Loot zusammen. Also, wir haben langsam sehr viel gesammelt. Weil ich wirklich alles mitnehme, weil ich wirklich alles mitnehme, was ich brauchen kann. Was ich kriegen kann eben. Also, was ist das hier für ein Krog? Muss ich einfach mit einem Pfeil reinschießen, oder? Nützen die nicht viel ab, die Monster.
Okay, Rubin. Kann man gebrauchen. Es ist wieder so ein Kork eben auf dem Berg. Ach, jetzt regnet es. Ach komm, warum muss es nicht schwer regnen? Nein, du sollst dich nicht fest. Du sollst dich jetzt nicht festhalten, Link. Ich komme nicht auf. Alter, das ist echt zum Kotzen. Warum muss es den Ring immer noch geben? Hätten sie ruhig rausnehmen können, Regen. Ach klar, es gibt eine Rüstung eben, ein kleines Stück eben, dass das verhindert, dass man da ausrutscht, aber es ist trotzdem Blödsinn immer noch, finde ich eben. Ja, ich konnte jetzt nicht rauf. Muss verbissen, uns verbissen nicht. Dann eben nicht. Aber eben noch ein Krog. Fliegst du nochmal nicht, Mann. Das ist bestimmt wieder so ein Krog, den ich umfilmen muss, oder? Oder auch nicht, es scheint nur so ein Steinkreis zu sein. Ich frage jetzt eben nur, wo sich der Stein befindet. Fragt sich bloß, wo der Stein sich befindet. Ach, hier schon wieder. Ich brauche eben nur einen Stein. Und warum dreht sich jetzt da eine Kammer nach oben? Nee, dann dreht sich jetzt kaum die Kamera nach oben. Was soll der Blödsinn? Ach, ich weiß irgendwie schon wieder. Komm, du musst doch jetzt irgendwo ein Stein rumliegen. Den müssen wir jetzt, glaube ich, dahin bringen. Zum Krog. Das wären auch schon Krog Nummer 23. Ich weiß nicht, welche Krog, aber das Krog 22 oder 23 schon eben. So. Gut, ich dachte schon, das wäre falsche Stadt gewesen oder so. Krog Nummer 23. Ich weiß, es war der. Ach, jetzt ist es reden. Jetzt ist es nicht mehr. Dürfte eigentlich da. Das da. Ja, ich weiß, die gehen dann kaputt, wenn man sie umschmeißt. Habe ich jetzt auch schon 4, das ist wichtig. Wehrstein ist auch wichtig. Jetzt kommen wir rauf zu diesem Berg. Das heißt, wir können jetzt den Krog hier, den ersten Krog holen. Außer Link hält es auf mit seinem langsamen Klettern, mit seinem langsamen Klettern eben auf. Oh, da sind. Ich nehme alles, was ich mir. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Okay, was ist das für ein Krogi, wenn ich dessen darf? Ah, ich glaube schon. Irgend so ein Baumkrog, okay. Nichts weiter. Und, ach nee, es ist so ein Krog. Okay, das wird nicht einfach werden, bis der denn das wieder hinkommt, oder? Obwohl, nein, das dürfte der Ding schon schaffen, oder? Ach, das schafft man leicht. Mann, geht's rasend schnell mit den Krogs. 24 Krogs. Weg damit.
Ja gut, es ist eben die letzte Steinachse. Ich brauche dir eben jetzt hier neue Waffen, muss man wirklich sagen. Weil langsam gebe ich die Waffen aus. Ich weiß eben auch nicht, wo sich mal Rondos rumtreibt. Das heißt eben, wir können auch nicht alle Waffen Stotz haben, weil ich nicht weiß, wo sich mal Rondos rumtreibt. Ja, ich weiß, kann man sich wieder losbauen. Bringt mir aber kurz Zeit eben. Bringt mir aber nichts wirklich. Bringt mir so gut wie gar nichts eben, weil ja. Ist hier, soll sich irgendwo ein Koch befinden. Warte, ich werde euch wieder. Wo bist denn du? Ah. Ich hab noch irgendwo gehört, den Krog. Wo bist denn du? Ja, ich bin blind, ich weiß. Wo bist denn du jetzt? Fliegst doch mal. Zeit rennt und rennt. Ist den Schrock, den weiß ich auch nicht wirklich. Ach, ich bin so blind, weil ich meine, das kannst du nicht glauben. Wo ist denn dein Freund? Also da drüben ist der Typ. Ja, schön gut, aber da brauche ich ja ewig, bis ich da bin. Alles los wird schon was bringen, aber trotzdem. So, dann kommst du hierher. So, komm mit. Haben wir noch irgendwas da, was uns helfen könnte? Ah, nein, das sind Räder. Aber ohne mein Draht kriege ich das doch nicht hin, oder? Kann ich eben. Das Problem ist eben, er schwimmt sofort weggeben. Es ist ein bisschen blöd hier jetzt eben. Oh nee, scheiße. Das mit dem Kloß war keine gute Idee gewesen. Weil es nämlich nichts bringt. Ich weiß, ich brauche diese Teile eben, aber die Ventilator. Habe ich den Ventilator noch da eigentlich? Komm, ich muss doch irgendwie in so einer. Also, wir haben einen Reisekopf und. Ach man, wir haben aber keine Ventilatoren eben. Ja, ich weiß im Schrein mehr in welche, aber der Schrein ist halt entfernt. Ja, warte, das kommen wir da nicht rüber, oder? Die Räder bringen uns ja auch nichts. Oder? Wenn ich mir einfach den Hintergrund baue, das bringt auch nicht viel. Nee, also der Krog muss warten. Da weiß ich aktuell nicht, wie das, was ich machen muss.
Weil ich kann ihn ja schlecht irgendwo hinbringen. Ohne irgendwie 10.000 Meter weit zu laufen. Aber wir wissen ja schon mal, wo es hingeht, okay? Okay, Cock. Cock Numero 25. So, hier ist auch noch ein Cock. Oh ne, jetzt muss ich jetzt irgendwas reinlegen muss, was ich nicht habe. Achso, es ist nur so ein Rennkrog, okay. Das ist nur so ein Rennkrog. Oh, du hast mich gefunden. Wir sollten noch zu der Insel gehen, da ist nämlich auch noch ein Krog. Ja, ich bin ein bisschen verschnupft eben auch, weil gerade ein bisschen verschnupft bin ich auch. Ich muss jetzt noch eben, ja, schade eigentlich, dass ich nicht mehr aufhören muss, aber ich mag das Game so gerne. Es ist wirklich großartig, das Game. Ich habe durch und durch Spaß, sogar mehr Spaß als mit BOTW schon jetzt eigentlich. Weil ich dort gerade auch BOTW parallel eben, um dann eben das Spiel endlich mal abzuschließen. Und ich bin gerade dabei, eben alle Materialien für alle Kleinstücke zu sammeln. Eben. Und das macht nicht mehr so viel Spaß, finde ich eben. Muss ich da jetzt sagen. Das macht nicht mehr so viel Spaß, das Ganze. Sag mir, Regen, kannst du mal aufhören? Langsam nervt's mit dir. Er ist irgendwo hier, wie es aussieht, der Krog. Da oben vielleicht. Boah. Ach, der Stein ist bestimmt, oder der Krog? Der ist bestimmt der Stein, oder? Krog Nummer 27, bald haben wir 30. Ja, und dann sieht es ein bisschen blöd aus, würde ich sagen. Dann müssen wir eben zum Schloss. Da würde ich sagen, wir nehmen jetzt auf diesen Weg hier und gehen dann eben. So ist mein. Da würde ich sagen, wir machen doch den Cocktail eben, der sich auf dieser einzelnen Insel befindet und eben. Und dann hören wir auf für heute. So, einfach diesen Weg entlang gehen. Ich weiß, ich könnte die Tiere umbringen, aber das Problem ist eben, dass die Tiere mich angreifen. Ja, wie gesagt, wir können sie ja noch keinen Fluss bauen, eben außer wir gehen zum Schrein zurück und holen diese Dinger eben mit. Ich hoffe nur nicht, dass da kein Boskin erwartet auf dieser Insel. Und dem wir eigentlich kaum welche gesehen haben bis jetzt eben. Also Bosse eben, meine ich. Hinox eben und ja, also ich weiß gar nicht, welche Bosse es noch gibt hier eben. Ich glaube, es gibt noch diese Drachenviecher eben. Und ja, das war es eben schon eigentlich. Mehr von diesem Monster kenne ich. Das heißt, ich komme hier auch nicht rüber. Ich komme hier nicht rüber, oder? Nope. Um diesen Schrock zu holen, komme ich hier leider nicht. Komme ich hier leider nicht rüber. Oder komme ich darüber? Sieht schlecht aus, oder? Obwohl ich glaube, dass ich damit ein Parasite rüberkomme, oder? Komm. Obwohl es regnet wieder, also könnte es sein, dass ich es nicht schaffe, da hochzukommen. Komm, sind die Chancen rauszukommen, wenigstens. Nee, solange es regnet, können wir, glaube ich, nichts machen hier, oder?
Ach man, ich hasse den Regen, also ich hasse den Regen wirklich. Das ist echt zum Kotzen mit dem Regen. Das heißt, das, was mich am meisten aufregt, ist der Regen. Das ist doch kein Kork. Holzpfeil. Ja, wo ist denn jetzt der Schatten? Finde ich heute nicht mehr. Ich weiß ja schon, es soll ein Krok sein, aber ich finde ihn gerade nicht. Geflügel, frisches Vogelfleisch enthält weniger Fett als Wildfleisch. Wenn man es vor Essen zubereitet, schmeckt es besser. Ja, aber hier soll doch ein Koch sein, oder? Eigentlich sollte hier ein Koch sein, aber ich finde ihn gerade nicht. Das ist schon gut. Ist ja schön und gut, aber hier ist einfach nichts. Alter, wo ist denn hier der Krog? Warum sind hier so viele Holzpfeile rumliegen? Das ist mich gerade auch. Da gibt's, dann bringt es nichts mehr. Müssen wir heute aufhören. Weil ich finde die beiden Krogs nicht mehr. Ich weiß nicht, wo der Krog ist eben, ist das Problem. Auf dieser einzelnen Insel finde ich einfach nichts. Nee, das war auch nicht. Keine Ahnung. Manche Krogs sind echt gut versteckt, muss ich sagen, weil ich finde den Krog hier gerade nicht. Nee, dann schweichen wir ab. Wir haben eh genug Krogs gesammelt, diesem Part. Weil ich finde gerade echt nicht den Krog, der sein sollte. Tut mir leid, aber ich finde den Krog nicht mehr. Wir hören also mit dem Part von 23, 24, 25. Also das war auch schon mit den 54. Paar Let's Play der Let's Play. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und wirklich tschüss eben. Also Part 25 von Let's Play der Let's Play mit der ersten Kingdom. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.